Im letzten Video haben wir ja gesehen, dass der Haftreibungskoeffizient, also μ mit einem kleinen s unten dran, s für statisch, dass der ja immer größer oder gleich dem Gleitreibungskoeffizienten ist, also μ mit einem kleinen k dran. Und das k hieß ja, oder stand für kinetisch, also hat irgendwas mit Bewegung zu tun, deswegen Gleitreibung. Der hier wird genommen, wenn sich das Objekt schon bewegt, konstant, und der hier wird genommen, wenn das Objekt einfach nur in Ruhe ist, also auf einem anderen Objekt liegt. Und wenn das so ist, wie ich es jetzt hier aufgeschrieben habe, dann bedeutet das ja auch, das hatten wir im letzten Video auch schon kurz angesprochen, dass man für ein Objekt, wenn es einfach nur ruhig irgendwo auf irgendeiner Oberfläche liegt, dann müsste man da ja mehr Kraft aufwenden, um das zu beschleunigen, also irgendwie erstmal in Bewegung zu bringen, als das mit dem gleichen Objekt zu machen, wenn sich das aber schon ein bisschen bewegt. Ich weiß nicht, vielleicht ist das sogar schon ein bisschen intuitiv für dich und du denkst ja, ja logisch, wenn sich das schon ein bisschen bewegt, dann brauche ich auch ein bisschen weniger Kraft. Aber ich denke, das ist nicht bei jedem so. Deswegen möchte ich mal versuchen, dir in diesem Video so ein bisschen die, naja, so ein bisschen zu zeigen, wie ich das sehe. Also welche Sicht man auf die, auf diesen Fall auch noch haben kann. Also wir gucken uns mal zwei Situationen an, die an sich ziemlich genau gleich sind. Also wir haben zwei Oberflächen, sind beides die gleichen Oberflächen und auf denen sitzt genau das gleiche Objekt. Und zwar der hier, wieder mal unser berühmter Block. Hier sitzt unser Block und der sitzt hier drüben auch drauf. Na, lass mich mal versuchen, den ein bisschen genauer zu zeichnen. Also unser Block, ungefähr so. Und der einzige Unterschied zwischen den beiden, oder zwischen diesen beiden Situationen, ist eigentlich nur, dass der Block hier links, oder in diesem Fall, ist unser Block hier stationär. Stationär und in dem hier hat eine konstante Geschwindigkeit. Eine konstante Geschwindigkeit. Wie groß die jetzt ist, ist eigentlich egal. Hauptsache, die ist größer als 0. Also er soll sich wirklich bewegen. Sagen wir, der bewegt sich in diese Richtung hier. Und was man machen kann, oder was ich halt, wie ich mir das zumindest vorstelle, ist folgendermaßen, wenn ich jetzt hier reinzoomen würde. Also wir nehmen jetzt mal den Punkt hier, da, also sozusagen der Ort, an dem die Reibungskraft ja auch vonstatten geht. Und da zoomen wir mal rein und gucken mal, wie das da aussieht. Dann hätten wir ja, man muss natürlich wissen, dass es, soweit ich weiß, auch keine Oberfläche gibt, die komplett zu 100% wirklich gerade ist. Das heißt, die Oberfläche hier zum Beispiel könnte jetzt ungefähr so aussehen. Ich weiß nicht, so, da sind hier die Moleküle von, oder die Atome von unserer Oberfläche. Und da die halt nicht komplett glatt ist, hat die halt immer so ein paar Berge oder so ein paar Täler, also so zum Beispiel. Und wenn wir uns jetzt da oben drauf das Gebilde angucken, das wir hier drüber haben, also die Struktur von unserem Objekt da drüber, dann könnte das jetzt zum Beispiel so aussehen. Okay, so vielleicht und dann so. So ungefähr vielleicht. Und was man hier jetzt vielleicht sogar schon ganz gut sieht, ist ja, dass manche Atome hier unten sich in diese Lücke natürlich dann, ich nenne es mal, reinsetzen sozusagen. Also die sortieren sich halt so ein kleines bisschen um und dann fallen die halt so richtig rein in die Lücken. Das wird hier vielleicht zum Beispiel auch noch passieren. Und wenn ich das jetzt versuchen wollen würde zu bewegen in diese Richtung, dann müsste man diese, also alle, die jetzt hier so in dieser Lücke drin sind, also ich sag mal, die drei jetzt hier zum Beispiel, die müsste man ja versuchen, jetzt hier über diesen Berg drüber zu kriegen irgendwie. Das heißt, man muss hier Kraft aufwenden, um den darüber zu kriegen und um die dann danach auch noch weiterzuschieben. Das heißt, die würden sich alle ein bisschen umsortieren, die würden alle ein bisschen hochgedrückt werden und das würde natürlich Kraft brauchen. Wenn wir das jetzt mal vergleichen mit der anderen Situation hier drüben, dann, ich gebe mal mein Bestes, die gleiche Situation zu zeichnen, wie ich sie da drüben gemacht habe. So, so und so. Und dann hier vielleicht 1, 2, 3, 4. Und hier noch ein bisschen und da noch zwei und nochmal zwei und dann nochmal drei. So ungefähr. Na, lass uns lieber hier noch zwei machen. So vielleicht. Und dadurch, dass sich das hier schon in Bewegung befindet, wir haben ja eben gesagt, wenn wir das jetzt, oder wenn ich das jetzt hier schieben würde nach links, dann würden die sich ja alle ein bisschen nach oben gedrückt werden. Die würden sich also schon mal ein bisschen umsortieren. Das heißt ja, dass das vielleicht hier drüben dann, wenn das Objekt schon in Bewegung ist, und ich versuche jetzt die gleiche Oberfläche nochmal zu zeichnen, wie ich es da drüben hatte, dann könnte die ja vielleicht irgendwie so aussehen. Und hier noch ein paar. Und hier noch ein paar. Das heißt, die drei hier drüben, die wurden jetzt halt schon ein bisschen hochgedrückt, weil der schon in Bewegung war. Der hat sich ja vorher schon mit einer gewissen Geschwindigkeit in diese Richtung bewegt. Das heißt, die Atome waren ja schon in Bewegung. Und zum Beispiel, wenn die drei hier drüben sind jetzt
sagen wir mal die drei hier, dann sieht man ja, dass die schon ein bisschen nach oben gerückt wurden. Das heißt, für diesen Fall hier braucht man ja ein bisschen weniger Kraft, um die jetzt nochmal dieses kleine Stückchen noch nach oben zu schieben, um über den Hügel hier auch noch drüber zu kommen. Und durch dieses Schieben wird die Oberfläche von dem hier oben sozusagen immer glatter. Die werden halt alle nach oben geschoben und irgendwann, die rutschen halt immer noch so ein kleines Stück rein und rutschen dann wieder und stoßen dann hier oben wieder gegen so einen Berg gegen und müssen dann da wieder rüber. Aber insgesamt haben die ja gar nicht so viel Zeit, um hier unten immer komplett in diese großen Löcher reinzurutschen, wie sie es hier gehabt haben. Hier sind die direkt reingerutscht. Und das ist halt so die Art und Weise, wie ich ein bisschen darüber denke, warum das wohl so ist, dass der Gleitreibungskoeffizient immer ein bisschen kleiner oder maximal genauso groß ist wie der Haftreibungskoeffizient. Wobei man auch sagen muss, soweit ich weiß, gibt's da, ist das auch noch ein Forschungsfeld, in dem auch noch zurzeit gearbeitet wird. Also ich glaube, es ist noch gar nicht so hundertprozentig klar, warum das wirklich so ist. Also ich glaube, genau den Beweis dafür gibt es noch nicht. Aber ich finde, dass diese Erklärung, also zumindest hilft sie mir ziemlich, mir das ein bisschen vorzustellen und mir das auch ein bisschen erklärlicher zu machen. Wie gesagt, warum denn bei einem sich bewegenden Objekt, warum ich da ein bisschen weniger Kraft brauche, um das zu beschleunigen, als bei einem Objekt, das nur einfach so auf dem Boden da liegt und sich einfach nur in Ruhe befindet.